Die Oper wurde 1906 nach Entwürfen von Richard Möbius erbaut, der jahrelang als Stadtbaurat in Chemnitz arbeitete. Ihm verdankt die Stadt eine Vielzahl markanter Gebäude. Die Oper ist heute eins der modernsten Opernhäuser Deutschlands. Das Zentrum veranschaulicht beispielhaft die wechselvolle Stadtgeschichte, Wachstum und Wohlstand zur Gründerzeit, die Hinwendung zur Moderne, Zerstörung im Zweiten Weltkrieg, die DDR-Zeit und das neue Selbstbewusstsein nach der politischen Wende. Den Mittelpunkt der Innenstadt bildet der historische Marktplatz. Er wurde bereits mit der Gründung der Stadt als Nah- und Fernhandelsplatz angelegt. Auch heute noch bildet er das Zentrum der Stadt und wird für Veranstaltungen, Wochen- und Weihnachtsmärkte genutzt. An den Marktgrenzen bilden das neue und das alte Rathaus eines der markantesten Gebäudekomplexe der Stadt. Da sich beide Amtshäuser direkt nebeneinander befinden, wird auch vom Chemnitzer Doppelrathaus gesprochen. Das alte Rathaus mit seiner weißen Fassade entstand Ende des 15. Jahrhunderts im Stil der Spätgotik. Die rasante Entwicklung und das Wachstum der Stadt im Zusammenhang mit der Industrialisierung veranlasste den Bau eines neuen Rathauses. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde der Bau nach Plänen von Richard Möbius errichtet.